Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Verfassungsbeschwerde von früherem SS-Mann Gröning abgelehnt. Weder das Alter des 96-Jährigen noch sein Gesundheitszustand reichten aus, um vom Strafvollzug abzusehen, entschied das Bundesverfassungsgericht. Gröning war wegen Beihilfe zum Mord in 300.000 Fällen zu 4 Jahren Haft verurteilt worden. CSU will offenbar Wehretat erhöhen. Als Orientierung dient das NATO-Ziel von 2%, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet. Bisher erreichen die Verteidigungsausgaben 1,2%. Die SPD lehnt eine Erhöhung ab. Zahl der gesetzlich Krankenversicherten erreicht Höchststand. Wie die Chefin des Krankenkassenspitzenverbandes Pfeiffer sagte, waren im Dezember 72,7 Millionen Menschen in Deutschland gesetzlich versichert. VW will Einsatz eines Sonderermittlers verhindern. Wie WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung berichten, hat der Autobauer Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingelegt. Wegen des Abgasskandals hatten die Aktionäre einen unabhängigen Ermittler durchgesetzt. Apple entschuldigt sich bei iPhone-Kunden. Nach Angaben des Technikkonzerns ist es notwendig, die Leistung älterer Geräte zu drosseln, um eine unerwartete Abschaltung zu verhindern. Batteriewechsel sollen nun günstiger werden. Das Wetter heute verbreitet freundlich und trocken. Im Laufe des Nachmittages ziehen im Westen mit zunehmendem Wind Schnee oder Regen auf. Höchstwerte -3 bis +6 Grad.